Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei der Show mit Chris. Heute mit Special Guest Nixon. Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Das ist die erste Ausgabe vom, ich darf es nicht Carpool Karaoke sagen, weil das hat ein Claim, das ist Copyright. Ja, es ist aber mindestens genauso cool, wenn nicht cooler als dieses Carpool Karaoke. Ich nenne es einfach die Show mit Chris, das ist halt ein ganz normales Interview, bloß im Auto mit ein bisschen Musik. Ich habe es jetzt Talk Taxi als Arbeitsziel genannt. Talk Taxi. Das ist auch so scheiße eigentlich, aber wir machen einfach mal. Herzlich willkommen im Talk Taxi, Show mit Chris, was geht ab? So, ja, schön, dass es übrigens geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Das ist ich freue mich. Ich habe dich zum ersten Mal live gesehen bei Teezy auf dem Konzert. Oh yeah. Und sofort habe ich gedacht, geil, müssen wir machen, weil deine Songs sind so eingängig und gehen sofort ins Ohr. Wie bist du rangekommen, dass du mit Teezy überhaupt zusammenarbeitest? Also wie kommt man da irgendwie hin? Wir kennen uns ewig, ja. Wir sind mehr oder minder zusammen aufgewachsen. So würde ich es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir kennen uns auf jeden Fall, seitdem wir Teenies sind und machen, seitdem wir Teenager sind, zusammen Mucke in Kaulsdorf, also ganz, ganz östlicher Teil von Berlin, ganz weit draußen. Und wie lange ist es jetzt her? 12, 13 Jahre, safe. Und irgendwann war es dann so, dass Toni, der war erst bei Tracksetters in Hamburg, und ist dann zu Chimperator gekommen. Und dann war es halt so, der sollte jetzt auf Tour gehen. Beziehungsweise der musste jetzt auf Bühnen stehen, und zwar auf richtig großen, weil der mit Crow auf Tour gegangen ist. Auf so eine Stadiontour. Ja, und dann irgendwann kam es, dass er gesagt hat, okay, jetzt reicht nicht mehr mit Schlagzeug und Gitarre, jetzt brauchen wir eine Band. So. Und dann war es halt naheliegend, dass er alle Homies um sich rumnimmt, die sowieso schon mit ihm zusammenhängen und sowieso schon Musik machen. Und ich war halt der wenigstens ein, zwei Töne trifft. Und deswegen war ich Background-Vocal und Backup-Rapper. Ah, du warst mit Teezy schon Background. Ach, ja, krass. Und das, so sind wir jetzt auch in dieser Konstellation. Natürlich sind noch ein paar Leute dazugekommen über die Zeit. Sind wir seit, ich glaube, 4 Jahren oder so jetzt schon zusammen auf Bühnen unterwegs. 4, 5 Jahre. Und machen immer alles zu zweit. Also es gibt nur zwei, die singen bei uns. Das sind Toni und ich. Ja. Und so zieht es sich jetzt auch erstmal weiter durch. Du hast dann irgendwann gesagt, jo, jetzt mache ich auch mal Solo. Genau. Und parallel habe ich halt immer mein Solo-Zeugs gemacht. Aber mit der Energie, die ich jetzt reingebe, um mein Solo-Zeugs zu machen, würde ich sagen, es ist jetzt so 2 Jahre. 2 Jahre her, roundabout, dass es angefangen hat. So mit Perfect war das. Haben wir Perfect rausgehauen und dann haben wir gedacht, okay, komm. Jetzt geben wir da mal die Energie rein, die es braucht. Ja. Und seitdem mache ich mein eigenes Zeug, ja. Ist jetzt noch nicht so viel. Aber ich finde es voll entspannt, dass ja auch, manchmal ist es ja so, wenn Leute anfangen, Solo irgendwas zu machen, dann kapseln die sich auch so ein bisschen davon ab, von dem, wo sie angefangen haben. Ja. Aber ihr arbeitet ja richtig eng, ihr sitzt ja im voll Studio und Teezy hat auch Song von dir produziert. Genau, ne? Teezy produziert, Teezy hat auch mit mir geschrieben, meine Songs. Wir schreiben für mich, wir schreiben für ihn. Wir machen so alles im Team so. Und ist voll cool, da kommst du halt immer aufs beste Ergebnis. Ja. Weißt du? Das war wie so eine kleine Familie dann wahrscheinlich. Voll. Ja. Große Familie. Große Familie. Warst du eigentlich bei einer Crow-Tour schon mal mit? Nee, auch noch nicht, oder? Hast du da also ein paar Auftritte habe ich mitgespielt. So, damals, das waren halt diese großen Dinger. Das war so eine Stadiontour. Ich kann mich noch gut erinnern, mein Lieblingskonzert war in der Scholz-Arena in Aalen. Oha. Ja, Mann, war krass. Ja, Carlo hat halt immer vor, oder spielt immer noch vor, so zigtausenden Menschen, das ist unfassbar. Ich bin neulich voll, also das war richtig krass. Ich komme ja aus Hamburg und da ist ja die Barclaycard Arena. Ja. Und da war ich zum ersten Mal jetzt irgendwie von der Arbeit aus und das ist ja riesig. Und da hat ja Crow auch noch gespielt. Und so, krass, das zieht noch doch ganz schön derbe durch, ne? Aus den ganzen Jahren. Ja, ja. Ja, er ist ja auch krass. Ja, der liefert auch ab. Der liefert ab, er ist krass, er ist ein Genie. Aber du lieferst auch ab. Ich sehe deine Single, die Überleitung zu finden. Ja. Du hast ein paar Songs mitgebracht. Wir machen ja so ein bisschen Mucke hier heute auch noch. Ich habe Songs mitgebracht, klar. Wollen wir mit Perfect mal starten? Wir können mit Perfect starten. Kleine fancy Performance zum Warmwerden. Kleine fancy Performance zum Warmwerden. Wer es noch nicht kennt, lass mich suchen. Wir haben sogar heute ein paar neue Songs, ne? Wir haben neue Songs dabei, ja. Ich zeige ein paar unfertige Skizzen, aber die sind trotzdem geil und deswegen zeige ich die auch. Sehr geile Songs. Ladies and Gentlemen, Nixon! Perfect! Show mit Chris, Talk Taxi, wie auch immer ihr es nennen mag. Hier geht's ab. Das gibt 808. Ja, perfect, 808, Alter. Da musst du übrigens auch nochmal hin, 808, ist geil. Ja? 808, alle down. Wir rollen mit der Gang, ja. Wir feiern ohne Grund, ja. Keine Party ohne uns, ja. One love, heute keine Feinde. True love, heute kein Beef. True love, heute kein Beef. Yeah, yeah, yeah.
High City of Eden Dennis. Alle Homies feiern, bis es wieder hell ist. Chris Brown, take care of my ladies. Mach die Hütte von dem Club, jetzt ohne Ballett, ja, ja. Komm mit der Gang, so wie Dennis. Scheiß auf Romantik, denn wir sind ja nicht in Paris, yeah. Außer Atem, wieder 5 Stunden Dennis, yeah, yeah, yeah. Alles ist perfekt, wo ich bin, Junge, frag mich. Auf dem Floor nehm ich Mindestkreis. Gerade dann, wenn du nix mehr wartest, alles. Alles ist perfekt, alles ist alles. Wir gehen alle erst weg, keiner wird alles, alles. Der König aller Partys, yeah. Ja, Mann, das ist perfekt, geil, das war perfekt. Überkrass. Yes. Das war so der Startschuss, war perfekt. Das war so die erste große Nummer, ne? Ja, das geil. War perfekt. So, das war, kam, glaube ich, vor 2 Jahren. Hat voll Spaß gemacht, kam genau im richtigen Zeitpunkt, ey. Es war auch so ein ganz, ganz heißer Sommer. Und so 40 Grad. Und wir sind schön nach Barcelona geflogen und haben ein Video gedreht. Und Toni hat produziert. Und der Song ist geil. Und er ist das auch immer noch geil. So. Der ist auch immer noch, kommt immer noch gut an. Und immer, wenn wir in Clubs spielen, ist perfekt so das Ding, wo... Das kennt man dann halt. Wenn man irgendwas kennt, kennt man perfekt. Ja, auf jeden Fall. Wir beide haben tatsächlich einen Song von dir noch früher von der ersten EP gefeiert. Also den lieben wir total. Von der Beifahrer-EP. Beifahrer-EP, genau. Komm, steigt ein. Mein Beifahrersitz ist frei gefahren los. Ja, Mann, übergeil, Co-Pilotin. Wir wollten nicht eigentlich erst rein und wir haben es voll verpeilt. Wir wollten nicht eigentlich rein und wollten sagen, ey, komm, steig ein, unser Beifahrer sitzt voll das geil, Intro. Geil. Weil den finden wir auch richtig ja, geil. Ja, Mann, Co-Pilotin ist auch krass. Aber du hörst schon, weil du hörst den Qualitätsunterschied von Co-Pilotin zu, also von der Beifahrer-EP zu den Singles, die jetzt rausgekommen sind. Da ist schon, da ist Qualitäts-, also soundtechnisch ist auf jeden Fall Qualitätsunterschied da. Aber ich spiele den trotzdem immer noch. Also wenn ich jetzt auf Festivals unterwegs bin, ist Co-Pilotin mit drin im Set. Das ist was, was ich so krass finde. Ich lege ja mal auf der Reeperbahn. Ja. Und ich spiele ab und zu noch ein paar Songs von dir mit rein, weil es, ich teste das immer so aus, weil ich finde so, wenn Leute so Musik nicht kennen, das ist ja meistens auf Partys sind es halt so, du gehst in den Club und die spielen immer die gleiche Playlist. Ja, ja. Und sobald du andere Mucke spielst, wird die Tanzfläche wieder leer. Und bei dir aber ist es tatsächlich ist voll. Gut. Bei dir ist echt voll. Funktionieren, ja. Ne? Also Gold geht richtig. Boah, geil. Die finde ich immer großartig. Ich hatte neulich, was war das? Ich glaube, Plus 1 hatte ich mal gemacht. Das war auch ganz geil. Der Baby, ich saß vor dem Club in der Schlange mit deinen Checks am Weiben. Den hast du auch am Start, so oder? Für den Reins. Natürlich. Ey, ja, komm, Plus 1 noch. Plus 1. Ist auch nice. Das ist ein Featuring auch gewesen, ne? Ist ein Feature mit Lines. Auch Künstler aus Berlin. Rapper. Auch auf dem Überfilm, Alter. Der macht so geiles Zeug. Der auch... Kann man mal checken, was der jetzt so rausgebracht hat und so. Müsst ihr unbedingt abchecken. Lines ist ein guter Typ. Und da haben wir Plus 1. Fett. Immer LA Flashback zum Video. So. Du bist meine Plus 1. Du bist meine Plus 1. Du bist meine Plus 1. Meine Plus, Baby, ich sah dich vor dem Club in der Schlange mit deinen Checks am Weiben. So ein Viertel nach eins, ich heb in meinem Wagen vor den Laden, um zu gucken, was geht. Denn ich hab neuerdings Zeit, ich seh dich mit deinen Girls in Action. Häng mich ja nicht dran, du Batman, du bist meine Next Selection. Oh, yeah. Schat, schat, schnack, schnack, will rot, ich nimm dich pop, pop, klapp, klapp, so wie du willst. Und ist der Himmel wieder Gold, sind es nur wir zwei. Der Gym fließt, im Club ist nach Bombay. Buch ein Ticket für dich und mich, one way. Egal wohin, solange wir zusammen gehen. Take the time, so nimm mir bis Sunday. Du bist meine Plus 1. Du bist meine Plus 1. Du bist meine Plus 1. Lines. Ich bin gerade mal bekannt mit dir. Doch für sie bin ich gern treu, Fanta 4. Kann sein, dass ich über uns bisschen fantasier. Sie ist nicht nur ein Snack, sie ist ein ganzes Meal. Uptown Berlin, doch nicht arrogant. Nichts muss, Baby, aber alles kann. Du bist mit deinen Chips, Girl. Doch ich seh dein Blick, Girl. Ich guck mit dir, hab ich Glück. Alles, Mann. 50 Shades Vibes hören dabei 50 Songs. Baby, du weißt, also gib mir eine Chance. Ich will, dass du heute Nacht noch mit mir kommst. Ey, ich will, dass du heute Nacht noch mit mir kommst. Ladies and Gentlemen. Plus 1, Alter. Shoutout Lions, Buddy. Ey, das ist geil. Du hast so sommerliche Songs auch ganz viel. Ja, weil es ist immer Sommer. Und wenn gerade nicht draußen, dann im Herzen, Buddy.
Sommer ist immer nice, hat immer einen nicen Vibe. So, die Leute haben gute Laune, Sonne bringt gute Laune und es ist überkrass. Und es ist sehr R&B. Sommer ist gut. Sehr R&B, so muss auch sein. Hast du schon mal eine andere Musikrichtung gemacht? Warst du schon mal so. Es gibt ja Musiker, die haben vorher was ganz anderes gemacht. Nee. Dann zu dem Bereich. Du hast immer schon so. Ja, also ich habe es halt immer am meisten gefühlt so. Es ja. ging halt los mit Jonesmann früher. So, das war so der. Ja. Der Anfang, ich habe alle Jonesmann-Songs voll weggefeiert, so. Der war für mich der härteste. Und dann habe ich halt so gesagt, boah, geil, ey, und es machen irgendwie so wenig Leute. So von früher kenne ich nicht so viele, die Deutsch R&B gemacht haben, also die so gesungen haben. Ja. Und ich fand es voll cool und bin jetzt dabei geblieben und ich fühle mich wohl dabei, das ist voll nice. Also könntest du dir mal vorstellen, nochmal in eine richtig krass andere Richtung zu gehen? Death Metal? Death Metal glaube ich nicht. Death Metal glaube ich nicht, aber generell bin ich voll offen. Also Featuring Scooter. Boah, HP, Buddy. Oder du machst was mit Dieter Bohlen, das ist gerade voll in. So in 2 Jahren, wenn du dann irgendwann so richtig krass, also wirklich so auf 1 gelandet bist und so ein richtig fettes Single und dann haust du nochmal Dieter Bohlen ein. Also da muss Dieter Bohlen schon wirklich einen auspacken. Da muss er auch nochmal. Dass ich sage, okay, komm. Ich glaube, der packt Dieter. Aus. Der packt ja einen aus. Ja, der ist wirklich, ja. Der ist aber, also du kannst sagen über ihn, was du willst, aber er ist ein richtiger Chef, ey. Das muss man lassen, ne? Also Instagram und so, das Game hat er jetzt erst ja, wieder verstanden. Ja, und auch seit Jahren im Game und der macht ja seine Kohle so. Ob du jetzt das cool findest oder nicht, was er da macht. Aber der macht sein Geld, Alter. Ich habe noch einen Step für uns, bevor wir wollen wir noch mal einen Song machen? Ich würde vielleicht mal einen neuen Song. Neuen Song? Neuen Song. Und danach haben wir was vorbereitet. Eine Schnell-Quiz-Antwort-Fragerunde hinten von Annalena geführt. Ja, übergeil. Ich freue mich. Denn Annalena hat ein paar Fragen vorbereitet. Das muss man auch dazu sagen, durch Annalena ist das alles überhaupt erst zustande gekommen. Sie ist schon seit 10 Shoutout Jahren dabei. Shoutout Annalena! Auf jeden Fall seit 10 Jahren dabei und hat mich immer YouTube-mäßig unterstützt. Und seitdem ist das alles irgendwie jetzt so angelaufen. Und ja, deswegen voll ist geil. Immer am Start. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Was willst du hören? Wollen wir Friends machen? Friends. Da drehen wir hier, glaube ich, völlig frei, wenn wir den machen. Friends, also Friends ist unreleased. Den gibt es noch gar nicht, aber den wird es irgendwann geben. Und ich habe die Demo dabei und die ist nice. Yeah. Show mit Chris. Mixen. Ich frag dich, wie du heißt. Jennifer 22. Deine Blicke sind heiß. Sagst, dass ich nicht dein Typ Mann bin. Arbeit ist 9 to 5. Date ist nur nice guys. Fast meine right to die. Doch irgendwann verließ dich alleine. Doch ich gebe nicht auf. Wir tanzen und ich komm nicht mehr. Denk ich hab dich durchschaut. Frag dich, kommst du mit mir später? No way gehen wir weiter. Von hier zusammen weg. 2 Stunden, 4 Drinks später sagst du mir, ich will dich jetzt. Mama sagte, Mädchen, geh mit keinem mit, den du nicht kennst. Doch auf einmal liegst du neben mir und wir sind mehr als Friends. Yeah, it's alright, bye, bye. It's alright, bye, baby, it's alright. It's alright, bye, bye, bye. It's alright, bye, baby, it's alright. Bye, 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 yeah. Yeah, Friends. Woo. Das wird's. Passt auch in Sommer. Passt, ist ein richtig geiler Sommersong. Passt auch in Sommer. Auto, Fenster ja, auf. Ja, Mann, kann man ein bisschen dancen. Songtext hast du auch so schnell drin, das ist der Wahnsinn. Ja, das sehr ist gut. So das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist sehr, sehr gut, dass es so ist. Der geht so, der wird so derbe im Club gehen, der Song. Der ist wirklich geil. Also den kriegst du auf jeden Fall. Pray for it. Liebe das Lied. Das wäre geil, das wäre richtig geil. Okay, Annalena, jetzt kommt. Annalena, jetzt fragt mal hier. Jetzt kommen frische Fragen. Ja, weil Chris ist mittlerweile so, der traut sich nicht mehr, die richtig brisanten Fragen zu stellen. Und deswegen habe ich gedacht, dann frag mal. Ich übernehme das jetzt hier. Und zwar, die würde mich mal interessieren, was ist eigentlich dein Lieblingsstein? Mein Lieblingsstein? Ja. Boah! Also da gibt's viele. Ich sage dir warum. Mein Opa ist gelernter Goldschmied. Oh! Ja, einer der wenigen. Und der sagt mir auch immer, die Branche stirbt aus und bla. Und deswegen hatte ich früher voll viel mit Edelsteinen so durch Zufall zu tun, weißt du? Weil bei dem in seiner kleinen Werkstatt, der haben so ein kleines Gartenhaus gehabt und da war auch einer. Und der hatte da immer so Gold, oder was heißt Gold und Edelsteine rumliegen. Ich fand immer einen Saphir sehr schön. Oh ja. Ja, nice. So schöner Stein. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Stein. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Was ist dein Lieblings-Aggregatzustand? Oh, flüssig. Warum flüssig? Ich trinke sehr gerne. Ich trinke viel Wasser.
Das ist, weil man in Berlin ist. Das sind Körperflüssigkeiten, ist das sehr viel Spielraum. Boah, stimmt, ist auch krass. Ja. Ja. Aber du brauchst auch flüssig. Du brauchst flüssig in der Bowl auch. Ohne flüssig geht auch Shisha-Rauchen nicht. Ja, das ist richtig. Also aus dem Bauch sage ich flüssig. So immer flüssig sein. Auch wichtig. Flüssig sein. Ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich bleib bei flüssig. Ist auch nice. Ist geil. Nice. Ja, nehmen wir so. Welche Schlagzeile würdest du gerne mal über dich lesen wollen? Ich würde gerne mal die Schlagzeile lesen. Muss sie umändern. Es gab mal eine richtig geile Schlagzeile, die würde ich gerne umändern. Die Schlagzeile war irgendwie der O-Ton, kriegt Capital Bra jetzt Konkurrenz? ausgerechnet aus Berlin, Newcomer Nixon, Rapper Newcomer Nixon, irgendwie will Capital Bra anfechten oder so. Und ich möchte diese Schlagzeile ändern in Capital Bra hat jetzt Konkurrenz, Nixon ist auf dem Vormarsch. Geil. Wow, das wäre richtig super. Vielleicht kann ich die irgendwann mal droppen. Aber Shoutout Capital, ich feier. Sehr krass. Auch ein guter. Sehr guter. Digga. Ja. Sehr guter. Sehr guter. Und wenn du so an Zahlen messen willst, glaube ich, der Beste. Das stimmt. Das ist auch krass. Hast du noch eine? Eine habe ich noch. Eine Erzähl. Finale. Was muss man in Berlin unbedingt machen? Boah, in Berlin gibt es wirklich vieles, was du machen musst. Also es sind... Also auf jeden Fall musst du machen, du musst mal einfach eine Nacht in Kreuzberg verbringen, würde ich sagen. So, direkt die Ecke musst du machen, Schlesi. Ja, da arbeite ich bald. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Wird geil. Also da lebt Berlin am meisten, würde ich sagen. Also ich bin nicht so der, also West-Berlin ist cool. So, und West-Berliner Center, wenn du jetzt sagst, so Siegessäule, Town Scene und ist alles cool. Aber dann hast du ja noch das Zentrum, man sagt, Berlin hat zwei Zentren. Du hast einmal halt die Gedächtniskirche, zum anderen hast du den Alexanderplatz. Aber nicht am Alexanderplatz, sondern davor ist so ein, ist genau diese Oberbaumbrücke, das ist die Verbindung zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Und da ist auf der einen Seite das Schlesische Tor, ist ein Bahnhof. Ja. Und da in der Gegend, da brennt der Baum, da steppt der Bär, sag ich dir. Ja? Das ist geil, das musste man auf jeden Fall in Berlin machen und du musst dann Burger essen auf jeden Fall. Das musst du machen. Kannst du einen empfehlen? Ja, Schlesi, Bürgermeister. Bürgermeister. Guter Laden, sehr guter Laden. Steht auf der To-Do-Liste. Steht safe auf der To-Do-Liste. Ich kann dir nachher mal auch noch eine Liste, ich gehe sehr gerne essen in Berlin und auch sehr gerne so kleine Läden, so Streetfood-mäßig, habe ich eine Liste angelegt auf meinem Handy, Essen in Berlin. Mega. Boah, ist geil, ja. Wirklich so eine lange Liste, wo du auf jeden Fall hin musst, mach das. Ist geil. Das musst du machen in Berlin. Ja. Und ansonsten musst du ins 808 gehen. Ja, da will ich schon. Da waren wir noch nicht, da wollen wir mal hin. Ja, 808 alle down. Das ist ja mega, ich wohne ja bald hier und dann kommt Chris auch öfter hierher. Boah, und herzlich willkommen, Digga, dann werden wir da abreißen. Ja. Bena, mach dich bereit, Junge. Wir schreiben auf Liste. Geil, 808. Geil. Alle down. 808 alle down, musst du machen. Sehr gut. Ja, das sind doch schöne Schlussworte schon. Das sind sehr schöne Schlussworte. Schöne Schlussworte. Ich bedanke mich sehr, dass du mitgemacht hast. Ich bedanke mich. Dieses heiße Gefährt hier, kann man dich noch auf Tour sehen dieses Jahr irgendwo? Also erstmal sind noch ein paar Festivals. Ja. Also es sind noch, glaube ich jetzt, ich weiß nicht genau, wann das Ding rauskommt, aber es sind noch Festivals, kann man abchecken bei mir auf Insta. Und dann ist... Dein Insta-Name? NKSN Musik. Klein und zusammen. Nixon Musik. Und Musik mit K. Ist immer so ein wichtiges Ding, was viele nicht machen, aber was auf jeden Fall sein muss, um mich zu finden. Und dann gehen wir auf Tour. November, Dezember, 20 Dates. Teasy Tones Tour mal wieder. Ich bin wieder dabei. Ali H ist dabei. Ali H hat jetzt einen neuen Song mit Teasy gedroppt. Dispo in die Disco heißt das Ding. Gibt's den schon? Gibt's schon. Ist draußen seit. Jetzt Freitag, letzten Freitag. Also gestern. Vorgestern. Nice. Wow. Doch, gestern. Gestern war doch Freitag. Gestern war Freitag. Oh, ja, musst du hören, ist geil. Mit Dispo in die Disco, Ali H, Teasy. Und der kommt auch noch mit auf Tour. Den packen wir ein. Ja. Weil da kommt jetzt auf jeden Fall eine ganze Platte von den beiden Jungs. Ein zusammenproduziertes Album. Ach, geil. Und dann sind wir da überall unterwegs eigentlich. Kommt rum, auch wenn ihr rumkommen wollt. Wir kommen gerne rum. Einfach nur schreiben und dann machen wir Liste für euch. Geil. Ich freue mich.
Und wir, genau, wir sehen uns ja vielleicht irgendwann nochmal, wenn du in Hamburg bist, irgendwann. Ja, ich komm zu deinem Ding da rum. Dann kommst du in meine Late Night. Ja, und dann, voll gerne. Dann trinken wir da ordentlich. Dann trinken wir ein paar ordentlich. Leute von der Band mit und dann macht ihr da einen geilen Absacker. Dann machen wir schönen Absacker, machen wir schönen Akustik-Set. Ja. Er wird geil, Digga. Mal gucken, wie es anläuft. Ich bin auch sehr gespannt. Das ist ja immer so ein Ding, wenn du sowas neu startest, weißt du immer nicht, wie die Leute da so vor Ort reagieren. Nein, das wird super. Ja, aber du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen und dann danke ich dir wirklich, dass du da warst. Und machen wir noch einen Song zum Abschluss? Wir machen einen Song zum Abschluss, komm. Wir machen Schnapp in den Jeans. Yeah, auch ein neuer, ne? Auch ein neuer. Ist ein neuer und der geht so. Ey! Und wie soll es anders sein? Er passt gut in den Sommer, Digga. Es ist ein Sommersong. Er passt gut in den Sommer. Kein Schnapp in den Jeans, doch lebe von hier bis nach Medellin. Du kannst noch so viel Asche verdienen, doch es bleibt bei Musik und streit dir die Beats. Und ich streit dir die Beats. Und ich streit dir die Beats. Back im Game, zweite Luft. NKS, NS, reißen muss. Bleib dran, hab ich gleich gewusst. Mach mein Ding, wie du tun, aber gleich ein Kopf. Nicht mal ein Jahr ins Land gegangen. Untergrundzoll, wenn am Ende. Knips euch R&B die Lampe. Mach den Weg frei, ich brauch ne Landebahn. Ich fühl mich, als wär ich seit langem mal wieder zu Haus. Und hätte mal wirklich erkannt, was ich eigentlich brauch. Komm mit mir mit und sag halt deinen Homies, ich hab einen Lauf. Wenn man es retten könnte, würde ich dir sagen, setz alles drauf. Kein Schnapp in den Jeans, doch Liebe von Liebes nach Medellin. Du kannst noch so viel Asche verdienen, doch ich bleib bei Musik und schreib dir die Beats. Und ich schreib dir die Beats. Und ich schreib dir die Beats. Das ist Schnapp in den Jeans, Alter. Vielen Dank, Nixon! Abonniert ihn auf Instagram, auf YouTube, geht auf Tour und checkt alles aus. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Sommer, hört viel Musik, ganz viel Liebe. Vielen Dank für die Einladung. Peace. Tschüss. Ciao.